In einer Demonstration unerschütterlicher Entschlossenheit hat ein Kader von SAG-AFTRA-Streikführern einen durchschlagenden offenen Brief verfasst, der von Tausenden von Gewerkschaftsmitgliedern unterstützt wird, zu denen auch Berühmtheiten wie Julia Louis-Dreyfus, Mark Ruffalo und John Hamm gehören. Diese Berühmtheiten und ihre Kollegen erklären in ihrer uneingeschränkten Solidarität: Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. In dem Schreiben wird bekräftigt, dass die vor dem Streik eingenommene Haltung unerschüttert bleibt. Sie würden lieber die Härten eines Streiks ertragen, als sich auf einen nachteiligen Deal einzulassen. Nach über 100 Tagen Streik nimmt SAG-AFTRA die Verhandlungen mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers wieder auf. Am Donnerstag wurde den Branchenführern ein umfassendes Gegenangebot vorgelegt, das einen weiteren Meilenstein im laufenden Kampf um faire Bedingungen und Arbeitnehmerrechte darstellt.